Hallo ihr Lieben, heute habe ich wieder ein super leckeres Gebäckrezept für euch und zeige die Zutaten dazu. Für den Teig habe ich einen Esslöffel Zucker, einen Teelöffel Salz, zwei Esslöffel Butter, 100 ml Öl, 100 ml Milch, 100 ml Wasser, ein Päckchen Trockenhefe, ein Ei und so ungefähr 600 Gramm Mehl. Außer das Mehl, Salz und die Butter habe ich alle Zutaten erstmal in eine Rührschüssel hineingegeben und 10 Minuten gehen lassen. Anschließend habe ich das Mehl und Salz hineingegeben und den Teig erstmal geknetet. Die Butter kommt später hinein. Nachdem der Teig ein bisschen geknetet ist, habe ich die Butter hineingegeben. Durch diese Technik wird der Teig richtig fluffig. Das muss so ein weicher, geschmeidiger Teig werden. Ich habe den Teig abgedeckt, so ungefähr eine Stunde gehen lassen. Hier könnt ihr auch die Konsistenz ganz genau sehen. Während der Teig geht, bereite ich die Füllung vor. Dafür habe ich zwei Porree in Ringe geschnitten und in Öl angebraten. Nachdem das schön angebraten ist, gebe ich so ungefähr 1 Kilo frischen Spinat hinein, welches ich gründlich gewaschen und klein geschnitten habe. Die Mengen überlasse ich euch. Ihr könnt mehr Spinat oder mehr Porree nehmen. Nachdem der Spinat auch angebraten ist, habe ich das mit Salz, Pfeffer, Chilipulver abgeschmeckt und den Herd schon mal ausgemacht, damit die Füllung auskühlen kann. Erst nachdem die Füllung ausgekühlt ist, habe ich so ungefähr 200 Gramm Schafskäse hineingegeben und das Ganze vermischt. In der Zwischenzeit habe ich aus dem Teig kleine Bällchen vorbereitet, die waren dann so groß wie ein Ei. Diese habe ich mit einem Nudelholz so groß wie eine Untertasse ausgerollt und wir brauchen Butter. Ich habe so ungefähr 150 Gramm Butter zum Schmelzen gebracht und habe 100 ml Öl hineingegeben und bestreiche meine Teigbällchen jetzt damit. Reichlich mit Butteröl bestreichen und dann 6 Stück übereinander stapeln. Ihr könnt auch nur Butter nehmen oder Öl, aber ich finde Butteröl-Mischung passt super jetzt dazu. Das Ganze wird abgedeckt und so ungefähr für eine halbe Stunde in den Kühlschrank gegeben. Ihr könnt die auch ein bisschen länger im Kühlschrank lassen. Ich habe die aus dem Kühlschrank rausgeholt und rolle 6 Stück übereinander aus. Wie ihr sehen könnt, kleben die überhaupt nicht miteinander und man kann das mit einem Nudelholz richtig ausrollen und dadurch werden sie natürlich richtig blättrig. Jetzt habe ich den Teig in 3 gleichmäßige Stücke geschnitten und die Seiten mit einem Pizzaschneider in Streifen geschnitten. Die Mitte bleibt im Ganzen. Jetzt gebe ich die Füllung in die Mitte. Zuerst habe ich die untere und die obere Seiten nach innen eingeschlagen. Der Rest wird dann einfach geflochtet. Das sieht dann auch nach dem Backen optisch wirklich sehr gut aus. Wer möchte, kann natürlich auch in die Füllung ein bisschen geriebene Käse hineingeben. Jetzt habe ich die auf ein Blech gegeben und weitere 30 Minuten gehen lassen und bestreiche die mit Eigelb. Ich habe dann reichlich Blaumohn darüber bestreut. Ihr könnt auch Sesam oder Schwarzkümmel nehmen. Dann werden die im vorgeheizten Ofen bei 180 Grad gebacken und das ist das Endergebnis. Das wäre es dann heute auch von mir. Ich hoffe, dass euch auch dieses Rezept gefällt. Wir sehen uns dann in einem neuen Video wieder und sage Tschüss.